Mutant. Brian Virgil. Persönliches Logbuch. Dr. Brian Virgil. Dies wird wohl meine letzte Aufzeichnung sein. Meine Anträge, das FIV-Programm einzustellen, wurden wiederholt abgelehnt. Wir haben in den letzten 10 Jahren nichts Nützliches herausgefunden. Warum besteht Vater darauf, es fortzusetzen? Wenn er nicht zur Vernunft kommt, muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Was wir tun, das ist nicht richtig. Das muss aufhören. Wenn jemand das hier findet, wenn ich nicht mehr hier bin, ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Niemand. Verstehen Sie das? Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach? Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Alles, was wir getan haben, die Leben, die wir genommen haben, wenn es einen Gott gibt, dann möge er Gnade mit uns haben. Okay, wir konnten ja auf jeden Fall... Weil Virgils, uns um Virgils Bitte kümmern. Ja. Da die halten ja gut was aus hier. Alter, ist doch vorbei hier. Oh. Was ist das denn hier? Was habe ich hier entdeckt? Terminal. Okay. Bin durch. Tonsteuerung. Deaktivieren. Jo, das ist gut. Status offen. Okay, dann lassen wir die mal kurz offen. Ich hab Schiss, dass wir jetzt hier... Ist ja nicht so, dass ich die deaktiviert habe, ne? Oh, 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 richtig brauner. Auf jeden Fall haben wir den Ort gefunden, wo Virgil drin gearbeitet hat. Haben sein Serum gefunden. Schön. Finden hier ein Hauskatze und ein Supermutant. Was ist hier passiert? Anscheinend sind hier die Supermutanten, die Experimente eingeschlossen. Was auch immer die hier versucht haben. Ja.
Ja, toll. Doch überall tote Hauskatzen. Warum? Was ist hier passiert? Das wär's. Oh ja, manchmal. Wanna-Uniform. War alles mit hier, ne? Munition. Baseballmütze. Superkleber. Oh, Farbe. Farbe ist nicht verkehrt. Was finden wir hier an diesem Ende? Auf jeden Fall ist hier ein Lager. Okay. Haben wir eine Tür. Okay, schauen wir uns mal das Terminal an. Das ist kaputt. Grundkorken, Radio. Naja. Let's fetz, würde ich sagen, ne? Cool. Granate. Okay, den haben wir. Oh, die haben wir beide zerstört. Sehr gut. Was haben wir hier? Nur so ein Zeug. Okay. Noch eine Tür. Ein paar Sins. Das sind die geschaffen. Oh, Munitionskiste. Schachtel Zigaretten. Clipboard. Jagdschrank. Telefon. Okay, anscheinend ist hier wieder eine Stolperfalle. Okay, es passiert hier nichts. Na, da ist so eine Mine. So, die entfernen wir lieber. Institut. Oh, wir haben auch. Okay. Wir sind von hinten rum eingegangen. Wo wir reingegangen sind, das sollte eigentlich der Ausgang sein. Cool. Das ist das Labor von Virgil. Und wir haben jetzt einfach mal. Ja, das von vorne aufgerollt. Befinden uns jetzt hier. Das ist ja riesig, ne? Okay, da ist dieser Raum. Noch eine Tür nach oben. Sieh mal an einer Tür. Beziehungsweise ein ganzer Raum, der nicht mehr wirklich genutzt wird. Terminal. Ja, mehr so ein Labor, das einfach aufgegeben wurde. Wahrscheinlich auch mit der Flucht von Virgil beruht das. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier richtig viel Munition. Und ich. Ey, das ist so riesig. Ich habe so Angst, mich hier zu verlaufen. Okay, da geht es. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier.
Den meisten fehlt die Geduld zur Beobachtung und Dokumentation von Pflanzenwachstum. Aha. Doktor. Ja, ja, ich bin mir sicher, dass du was total Interessantes zu sagen hast, aber es passt gerade nicht. Dann tut's mir leid, dass ich gefragt habe. Mhm. Bis dann. Okay, wir reden mal mit dem... Dr. Carlin leistet faszinierende Arbeit mit unseren genmanipulierten Pflanzen. Doc? Willkommen. Schön, dass du hier bist. Dr. Clayton Holdren, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Dann würde ich dir gern eine kurze Übersicht über unsere Arbeit geben. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an, für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Es gibt wohl nichts, was er nicht hinbekommt. Mit harter Arbeit und Kreativität kann man jede Herausforderung meistern. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen, aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Ich weiß nicht, wie gut ich reinpasse, aber ich würde es gerne versuchen. Großartig. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Kann ich vielleicht was für dich tun? Möglicherweise. Pass auf. Du lebst dich erstmal ein und kommst dann später vorbei. Mal sehen, was ich finden kann. Alles klar. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, eigentlich, dass im Institut jetzt hier so eine fette Schießerei losgeht und sich dann alles zu Ende neigt, aber nein. Im Gegenteil, es geht sogar eigentlich noch weiter. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan hat. Ah, warte mal, Moment, hier ist. Papa sagt, ich kann so gut mit Computern umgehen. Bio. Schön, Sie zu sehen. Scheint so ein Shopping-Ding zu sein. Robotics. Wenn du lang genug hier bist. Hier weiß man, wie spät es ist. Nein, es wird wahrscheinlich Freizeit sein. Drei Genehmigungsstufen. Ist das zu glauben? Fertig. Ich muss nur noch den Servo des Hauptantriebs festziehen. Das ist... Entschuldigung, Doktor. Sie haben es ernst gemeint. Du bist wirklich hier. Tja, also, ich bin Early. Early Fillmore. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht. Da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf... Was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Meinen Sohn finden natürlich. Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast. Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Absolut. Schön zu hören. Da wird Sean ein Stein vom Herzen fallen. Lass dir Zeit. Mach dich mit allem vertraut. Es gibt viel zu lernen. Und eine Reihe von Dingen, die man oben nicht findet. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage wissen möchtest, sage ich es dir gern. Es muss schwierig sein, solch einen Ort mit ausreichend Energie zu versorgen. Absolut. Wir kratzen jedes Quäntchen Spannung zusammen, das wir kriegen. Mit den Jahren haben wir gelernt, unsere Energie ein bisschen aufzustocken. Falls nötig, können wir Quellen an der Oberfläche anzapfen. Wir nehmen natürlich nur das, was wir brauchen. Zum Glück arbeitet die Abteilung Fortschrittliche Systeme stets an neuen Möglichkeiten der Energieerzeugung. Das ist auch gut so, da der Bedarf immer weiter ansteigt. Du willst gar nicht wissen, was ein einziger Einsatz des molekularen Endmaterialisierers verbraucht. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen 3 eingeführt wird. Na also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Dr. Fillmore! Danke nochmal. Hey, was brauchst du denn? Ich möchte was über eure Mitarbeiter erfahren. Na klar. Dr. Lawrence Hicks ist für die Maschinen zuständig.
Er beaufsichtigt die Hauptlebenserhaltungs- und Sicherheitssysteme. Dr. Evan Watsons Fachgebiet ist die Energieversorgung. Und Dr. Newton Oberlee ist für Lebensmittel und Unterkünfte zuständig. Er stimmt sich mit der Biowissenschaft ab, damit unsere Mahlzeiten ausgewogen und nahrhaft sind. Außerdem nutzen wir mehrere Synth-Einheiten für Wartung und arbeiten geringer Priorität. Wir freuen uns alle darauf, mit dir zu arbeiten. Das ist ja, dass sie einfach immer geht. Naja. Lawrence Hicks. Warum kann ein Synth nicht auch eine Person sein? Ich sehe da keinen Unterschied. Sie kennen das Protokoll, Sir. Nur für autorisiertes Personal. Dr. Ayo denkt also, er kann sich in seinem Büro verstecken? Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Mein Quartier mitten in der Nacht zu durchwühlen, ist vollkommen inakzeptabel. Ich leite Ihre Nachricht weiter, Doktor. Bitte mach das. Weitermachen, Sir. Unsere neuesten Synths sind so lebensecht, dass ich sie immer wieder mit Menschen verwechsle. Hallo, Doc. Willkommen, willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du wirst das Institut als dein neues Zuhause ansehen. Es wird etwas dauern, aber hier könnte es mir durchaus gefallen. Schön, das zu hören. Ich werde mich anstrengen, dir dabei zu helfen. Du solltest wissen, dass es für viele von uns eine große Ehre ist, dich hier zu haben. Ed hat er sich doch so hart beschwert und über alles aufgeregt und jetzt ist er so pissfreudig zu uns. Nichts zu melden, Sir. Ja. Institut SEB. Denke wirklich kurz in der Robotik mal mit dem Knüppel reinzuschlagen. Entschuldigung, ich muss Berichte aufliefern. Mit meinen angeforderten Zielverbesserungen rum. Vielleicht solltet ihr mal ein paar Runner mitnehmen. Das wäre mal eine gute. Ist jetzt fett. Reibereien zwischen uns und eigentlich allen anderen Abteilungen. Wirst du etwa weich, Alana? Meine Methoden bringen Ergebnisse und so auch diesmal. Wirst schon sehen. Manchmal muss man den anderen Abteilungen ein bisschen Druck machen, um zu bekommen, was man will. Entschuldigung, Doktor. Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Der traut uns nicht, der Hund. Warum vertraust du mir nicht? Ganz ehrlich? Weil du jemand von draußen bist. Seit langer Zeit die erste Person von draußen, die das Institut betreten darf. So etwas gab es noch nicht oft. Daher ist es normal, etwas vorsichtiger zu sein. Ist nichts Persönliches, bestimmt nicht. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Warum wollen Synths überhaupt fliehen? Synths wollen nicht. Sie sehen vielleicht wie Menschen aus, sind aber Maschinen. Warum sie fliehen wollen, untersuchen wir gerade noch. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Ja, es war gar nicht so leicht gegen den Runner, ganz ehrlich. Ich besitze Kampferfahrung. Trotzdem sollte es ein Runner spielend mit einem einzelnen Kämpfer aufnehmen. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Ich würde gern mehr über die Rückführung der Synths erfahren. Gut. Wenn ein Runner einen Synth gefunden hat, benutzt er dessen Rückrufcode, um seine Erinnerungen zu löschen und ihn zu deaktivieren. Dann beginnen wir mit der komplizierten Wiederherstellung der ursprünglichen neuralen Bahnen. Ist dieser Vorgang erfolgreich, geht der Synth wieder seinen Pflichten nach, ohne Erinnerungen an seine Zeit an der Oberfläche. Oftmals können wir den Schaden aber nicht reparieren und müssen die gesamte Einheit entsorgen. Das sind sie tot. Okay. Nochmal kurz Quest geguckt. Okay. Wir sollen jetzt also wieder mit Vater reden. Vater, unseren Sohn Vater zu nennen. Nein, wir sollen mit Sean reden. So, Sean. Guten Tag.
dich zu sehen. Und wir sollen auf jeden Fall dem Boss der Bruderschaft Bericht erstatten. Wir haben uns ja auch hier ins Netzwerk eingehackt. Und sollen das ebenfalls übermitteln. Ich glaube, wir müssen uns beide entscheiden, was wir tun sollen. Was denkst du, nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast? Ihr habt die Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Sens auch sind, ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Sens, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Wenn Sins intelligent und sich ihrer bewusst sind, haben sie ein Recht auf freien Willen. Wie nahe sie menschlichem Verhalten auch kommen, sie sind dennoch unsere Produkte. Wenn du siehst, was ich dir zeigen will, wirst du verstehen, dass wir wissen, was gut für unsere Sins ist. Ein abtrünniger Synth hat die Raider-Bande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Synth zurück. Wir bringen den Synth nach Hause. Das wäre das Beste für alle. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr. Und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Triff dich mit dem Miner. Okay, das machen wir doch mal gerne als nächstes. Oh, wir können aber auch zu Virtual gehen. Okay, was haben wir hier? Mila? Max Bericht erstatten, baut das Ding abgeben. Ja, wo ist denn der Warner? Ah, hier. Okay. Kai in der Hut. Okay, erstmal will ich gern meine Schuld begleichen bei Virgil. Schließlich kommt man nur dank ihm hier rein. Und ich will ihm gern das Antiserum wiedergeben. Beziehungsweise übergeben, damit er... Wenn wir nicht schnell sind, fangen wir an zu leuchten. Hallo. Lass dich nicht von Ingram beim Herumstehen erwischen, sonst handelst du dir sofort eine Meldung ein. Geil ist, dass der einfach mitgekommen ist. Ja, aber warum nicht, ne? Okay, Virgil. Ich habe das Serum für dich. Nein, nein, komm her, komm her, komm her, komm her, komm wieder raus, komm wieder raus, komm wieder raus, komm wieder raus, komm wieder raus. Oh, wieso begleitet er uns denn? Ach, das war keine Witzig, das war ein Gelehrter. Kommt der mit? Kommt der hin? Oh ja, der kommt mit. Oh, jetzt müssen wir erst die Quest. Okay, müssen wir doch erst das machen. Erreicht. Vortal. Gehen wir mal nach Vortal. Das ist der nächste Ort. Wer mit seiner romantischen Verleitung im Bett schläft, der hält ins Bett geflüstert. Yummy. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das so entwickelt. Man hätte es
Das Spiel hat eine gut auf die falsche Fährte auf jeden Fall gelegt, gesetzt, geführt. Dass Sean wohl angeblich 10 Jahre ist, aber dann älter als wir sogar sind, als der Vater, als dass er so unälter als der Vater ist und der Chef vom Institut. Oh, jetzt weiß ich nicht, was die stillende Bruderschaft oder generell alle anderen Leute jetzt machen wollen gegen das Institut. Vor allem, was machen wir beim Institut jetzt? Ich meine, schützen wir die jetzt? Sind wir gegen sie? Was tun wir? Na, da ist unser Sohn, da ist Sean, ne? Nein. Ich hasse diese Viecher da hinten. Ich hasse euch. Oh, gleich getroffen. Das ist schön. Kommt der mit uns? Ja, der kommt schön mit uns, ne? Die kommen, das ist gut. Erstmal den Typ hier loswerden. Ich wollte doch eigentlich mich bei Virtual revanchieren. Für die Hilfe. Was ist denn jetzt der Gelehrte? Oh, Dios mio. Das will jetzt noch Kindergarten-Daddy spielen oder was? Ah, da ist er. Gelehrter, komm mit mir. Komm, put. Jetzt hängt er an dem Baum da fest. Na komm her, ich drück dich ein bisschen, dann kommst du jetzt hier, komm durch. So ist brav. So ist brav. Krabbelt's. Okay, unser Bootshaus wird angegriffen. Ja, es ist mir eigentlich mittlerweile sogar egal, was hier mit den ganzen anderen sind.